Hallo, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Video. Seit dem letzten Update, in dem unter anderem das Matchmaking-System gefixt wurde, ist es für viele nun wieder viel ansprechender, da reinzudaddeln. Wie sieht das bei dir aktuell aus? Erstens, spielst du die ganze Sache jetzt tatsächlich mehr als davor? Und zweitens, welche Ranks hast du eigentlich mittlerweile wo erreicht? Gucken wir mal rein, let's go. Peace, Leute, was geht ab? Der erste YouTuber mit einer Full Iced Out Uhr ist back. Sieht man das? Tatsächlich ist es die letzten paar Wochen so, dass die Fragen, die bei mir im Stream live gestellt werden bezüglich Rängen und so weiter und so fort, bei denen dreht es sich eigentlich immer um Matchmaking. Gestern war zum Beispiel jemand da, der gefragt hat, wie viele Wins brauche ich eigentlich am Stück, damit ich den Uprank bekomme. Natürlich werden auch Dinge gefragt, wie welchen Rank hast du auf das 2 und so weiter und so fort. Das war vor dem Update natürlich auch der Fall, also dass solche Fragen aufkamen. Jetzt nach dem Update ist es aber auf jeden Fall nochmal etwas häufiger und ja, ich denke, man merkt es auch alleine daran, dass wir selbst ja öfter mal jetzt im Matchmaking drin sind und uns da auch nicht großartig beschweren. Wir haben vor dem Update immer gesagt, scheiße, Premier geht nicht, ne, weil zum Beispiel in einem Mixed Game, ich spiele immer mit euch, also mit meinen Zuschauern, die Ränge sind zu weit auseinander und deswegen müssen wir Matchmaking spielen, scheiße, das war für uns immer negativ, jetzt hat man da Bock drauf. Wir gucken dann einfach, wer hat wo noch keinen Rang und falls das dann wurscht ist, wer möchte auf welcher Map seinen Rank verbessern und dann gehen wir da rein. Und der Unterschied zu früher ist bei mir, finde ich, besonders gut zu erkennen. Ich hatte auf keiner einzigen Map einen Rank, weil ich nicht in Competitive gespielt habe. Ich war schon immer nur in Premier unterwegs und habe danach am Rank geguckt. Ne, Mann, von 13 auf 17.000 wieder runter, hin und her. Das war für mich die ganze Zeit sehr wichtig. Doch jetzt ist Matchmaking eben viel zugänglicher, auch für jemanden wie mich und meine Community. Und darum ist es überhaupt keine Strafe mehr, hier reinzuspielen. Und letzte Wege sind auch die Ränge am Start. Jetzt nicht gerade die besten Ränge. Aber ja, sie sind vorhanden und werden auf jeden Fall auch noch weiter erspielt. Und darum natürlich auch die Frage, wie ist es bei euch eigentlich? Welche Ränge habt ihr? Habt ihr bei euch im Freundeskreis auch welche, die nochmal ein gutes Stück höher sind? Weil, wenn ihr euch erinnert, vor dem Update war Gold 4, glaube ich, relativ insane. Also die meisten sind bei Silver und halt Gold gestuckt. Hoch zu DMG oder noch höher war so gut wie unmöglich. Und wir haben bei uns einige in der Community, die jetzt noch nicht auch die krassesten Drücker sind, die auf DMG zum Beispiel eingerankt werden. Die gesamte Rank-Problematik hat sich also scheinbar komplett in Luft aufgelöst und man kann jetzt hier auch endlich wieder vernünftig rein schwitzen und hat eben auch dieses Wissen, dass man eben nicht sowieso nur auf Silver oder halt Gold 1 oder so eingerankt wird und nur dort sich aufhält, sondern man kann auch deutlich höher kommen. DMG ist wie gesagt der höchste Rang, von dem ich jetzt mitbekommen habe, dass er instantly erspielt wurde, also praktisch First Rank auf einer Map bei uns in der Community. Das könnte mittlerweile auch deutlich höher sein, aber das ist so das, was ich halt gerade aktuell im Kopf habe von euch. Vielleicht liest man ja gleich noch unten in den Videokommentaren etwas anderes. Vielleicht ist ja jemand auf LE eingerankt worden oder ähnlichem. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile bereits Globals gibt. Ich denke, Global kann man wahrscheinlich gleichsetzen mit 20.000 und aufwärts bei Premier. Das scheint sich übrigens auch gebessert zu haben. Also einige meiner Leute ballern auf 20.000 und auch darüber hinaus rum und es ist wohl nicht mehr so wild wie vorher. Also als man noch gesagt hat, ab 20.000 ist eigentlich das Spiel grundsätzlich hardcore vercheatet. Auch in der Hinsicht scheint sich einiges verbessert zu haben. Aber heute soll es ja um die Competitive-Geschichte gehen. Hat von euch jemand einen höheren Rank als DMG erreicht können auf irgendeiner Map? Und natürlich kann man jetzt auch wieder die Frage stellen, wie ihr dieses System überhaupt findet, also Map-spezifische Ränge. Ich finde das sehr, sehr gut. Das ist eine Sache, die ich mir auch schon in Go gewünscht habe. Denn in Go hatte man die Problematik, dass es Globals gab, die zum Beispiel auf Office halt ihren Global gemacht haben oder auf irgendeiner anderen Map, aber halt Map-spezifisch. Und die waren halt meistens auf allen anderen Maps nicht so gut. Ja? Und das war halt dann auch verwirrend. Du hast ein Global bei dir und denkst, okay, gut, der wird ganz gut spielen. Und dann ist derjenige einfach Trash und du fragst, warum machst du nur Global? Ja, ich hab auf, keine Ahnung, Office oder wie hieß die Map? Mokka. Auf Mokka zum Beispiel, da haben wir früher bei Go reingespielt, ich glaube 4, 5 Spiele und das war für uns eigentlich immer ein 1:0 Sieg. Ich weiß nicht warum, aber wir waren immer das stärkere Team und das Gegnerteam war nicht nur schwach, sondern so, dass man sie hätte knifen können. Das hatten wir auf Mokka immer, aber dann auch nur über 5 Spiele hinweg und dann war Mokka wieder draußen. Wir haben es nicht oft gespielt, aber wenn wir gespielt haben, haben wir immer easy gewonnen. Was übrigens hier dann auch wahrscheinlich einem sehr guten Rang entsprechen würde, wenn du nur 100% Winrate hast mit schönen Kills. Dieses Ranking-Update war auf jeden Fall extrem wichtig, weil halt Competitive komplett... Es war einfach Trash. Also es war wirklich, die meisten, die halt rumgekommen sind, haben gesagt, ey, ich habe schon wieder gegen Leute gespielt, die halt viel, viel, viel zu gut waren oder viel zu schlecht waren. Wir waren im Full-Team und es hat trotzdem nicht gepasst. Wie kann das sein? Da waren die Ränge einfach so Hanebüchen. Es scheint jetzt auf jeden Fall deutlich besser zu laufen. Zumindest dann, wenn jeder aus dem eigenen Team einen Rank hat und man somit dann reinsucht. Ich denke, auch heute Abend werden wir natürlich neben Premier auch wieder ein bisschen Competitive spielen, alleine schon, weil, ja, in unseren Mixed Games wir oftmals Leute haben, zum Beispiel halt jetzt hier in dem Fall Createx mit seinen 21.000 Elo und dann kommt zum Beispiel Gassen mit rein mit 9.000 Elo, da kann man nicht zusammen spielen, die Elo ist zu weit auseinander. Und dann wird es halt competitive. Und hier auch direkt als ganz kleine Info an die ganz Neuen, wir haben bei uns in den Livestreams immer Viewer Games und spielen halt High Game. Das ist 1% bis
9% ist bei uns High. Dann haben wir 10% bis 29% ist unser Mid-Game-Bereich und 30 bis 100 ist Low-Game-Bereich. Und wenn wir mit diesen homogenen Spielen fertig sind, kommen halt die Mixed-Games und da kann es dann natürlich auch mal ein bisschen wild werden, vom Rank-Chaos her. Und wo wir schon beim Livestream sind, noch eine kurze Info, heute ist der letzte Tag von unserem Glove-Giveaway. Kommt dazu, macht mit und holt euch die Dinger ab. Der Link zum Livestream ist in der Videobeschreibung. Wir sind wieder ab 20 Uhr live, also jetzt schon im Moment live. Das Video kommt wahrscheinlich so gegen 20 Uhr. Etwas knapp, aber ja. Also da könnt ihr direkt vom Video rüber in den Stream kommen. Bis gleich, zusammen zocken, Giveaways und so weiter und so fort. Let's go. Ja, die Initialfrage, welchen Rank hast du aktuell oder habt ihr aktuell, würde mich sehr interessieren. Vor allem, wie hoch wir in unserer Community oder wie hoch mein Zuschauerkreis eben gerankt ist. Ob wir hier auch Leute haben, die tatsächlich möglicherweise auf Global oder sowas stehen. Also haut's in die Kommentare rein. Wir sehen uns jetzt gleich live. Wir machen noch geschwind ein Giveaway und dann muss ich durchziehen. Es ist schon knapp. Es ist 6:30. Und zwar klöppeln wir jetzt noch das StatTrak USPS Ticket to Hell für euch raus. Wie gesagt, einfach kommentieren, welchen Rank hast du, wie findest du das Rank-Update, so irgendwas in die Richtung. Aber das Wichtige ist eigentlich mit dem Rank. Das ist wichtig. Das will ich wissen. Gut, dann sehen wir uns, wie gesagt, jetzt gleich im Stream. Ich freue mich auf euch und ja, haut rein. Later! Mit dem StatTrak leben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gehe ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.